Beim Trainer ist es meist so, dass im Krisenfall irgendwann jemand fragt, der Investor, Multi-Club-Ownership, der Präsident, der Geschäftsführer oder der sportliche Leiter sich selber, ja, was ist denn, wenn wir jetzt noch 3 Spiele verlieren? Was machen wir dann? Und dann geht's halt los. Ja, okay, transfermarkt.de, wer ist denn verfügbar? Wer könnte denn zu uns passen? Wer würde es denn eventuell machen? Und wer passt vielleicht von seiner Identität zu uns? Das führt zu einer Shortliste von 4, 5 Namen. Die trifft man und trifft dann aufgrund 1, 2 Gespräche meistens in einer sehr kurzen Zeitframe eine Entscheidung. Und das war für mich unlogisch, weil das ist der Konzertmeister und die Spieler sind halt die Streicher und die Geiger. Ich verwende aber sehr, sehr viel Ressourcen und Zeit für die Auswahl der ganzen Teilnehmer im Konzert, aber für den Chef, für den Dirigenten, wende ich eigentlich gar keine Zeit und wenig Ressourcen auf. Also eigentlich müsste ich ja der Logikfolger sagen, ich mache ein Trainerscouting und das mache ich das ganze Jahr. Und dann gucke ich mir interessante Trainer an für die U17, für die U19, für die zweite Mannschaft und für den Profibereich. Und wenn ich irgendwann einen neuen Torwarttrainer brauche, muss ich auch vorbereitet sein. Ne? Wen gibt's denn auf dem Markt und wer ist gut? Und mit diesen ganzen Gedanken startend, habe ich dann angefangen, Sachen aufzuschreiben, Leute anzurufen. Gibt ja auf dem Markt Dienstleister, die technische Lösungen bauen, die Daten zuliefern. Wir kriegen von der STS, von der Sportstack Solutions, kriegen wir die Laufleistungswerte. Und dann haben wir eine Trainerdatenbank aufgebaut, die Trainer in ihrer Karriere, in ihrer Spielidee, in ihrem Spielweise aufgrund von Datenanalysen, in ihrem Vergleich zu anderen Trainern in der Liga misst und beschreibt.